Herzlich willkommen. Wir sind hier in den Katakomben im alten Notenverlagsarchiv des Musikverlages und Musikhauses André in Offenbach. Und das ist schon die zweite Veranstaltung, die wir aus dem Archiv heraus gestalten. Wir sind ein Musikverlag mit langer Geschichte und möchten uns heute mit einem speziellen Bereich der Verlagsausgaben beschäftigen, nämlich den Melodramen. Was sind Melodramen eigentlich? Das würde ich gerne Jens Barnig mal fragen. Was kann man sich vorstellen darunter? Ja, auch herzlich willkommen. Grüß Gott von meiner Seite. Melodramen sind Musikstücke mit Text dazu, aber der nicht gesungen wird, sondern rezitiert wird. Und das findet sich bei uns im Verlagsprogramm ja nicht so häufig, aber einige. Genau, nicht so hast häufig. Hast du ausgegraben? Es gibt eine Reihe von, ich bin jetzt gerade überfragt, 6 Stück oder so, 6 Melodramen. Und wir haben uns eins im Besonderen rausgesucht. Eine Ballade. Der Text ist von einer Textdichterin, Marie Madeleine. Ich sag noch was zu der. Und der Komponist ist Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern. Also eigentlich eine außergewöhnliche Ausgabe, auch in der Kombination. Und hinter beiden Personen verbergen sich ja spannende Geschichten. Auf jeden Fall. Die du recherchiert hast. Ja. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Ja, Marie Madeleine ist in Ostpreußen geboren. Eine bürgerliche Frau, die mit 19 Jahren einen 35 Jahre älteren Baron Puttkamer geheiratet hat. Sie hatten einen Sohn und sie war schon im Alter von 15, 16 hat sie angefangen, Gedichte zu schreiben. Sehr erotische, leidenschaftliche Gedichte, was der Verwandtschaft ihres Mannes dann nicht gefallen hat und er also auch aus dem Familienverband sich so ein bisschen absentiert hat, um sich hinter seine Frau zu stellen. Sie war sehr, sehr erfolgreich, sie hat sehr viele Romane und Gedichte veröffentlicht, hat sehr gut verdient. Der Mann ist relativ bald gestorben. Sie hatte ein gutes Vermögen, also er hat ihr sehr viel hinterlassen und sie hat gut verdient, war bekannt durch ihren aufwendigen Lebensstil, besonders die großen Hüte aus Paris, das wird immer wieder erwähnt, hat aber ihr Vermögen verloren in der Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren. Sie war dann auch im Hochadel zu Hause, muss man so sagen, und ist da mit der Modedroge des Adels damals mit Morphium in Berührung gekommen und wurde abhängig, hat auch Kokain genommen und ist nachher behandelt worden in einer Klinik in Katzenelnbogen. Dort ist sie auch gestorben. Ihr Sohn ist in russische Gefangenschaft geraten im Zweiten Weltkrieg und hat versucht, nach dem Ende des Krieges zu recherchieren. Sie selber stammte aus einem jüdischen Haus. Ihre Mutter war Jüdin und nach jüdischem traditioneller Erbfolge ist sie dann eben Jüdin gewesen. Und die Frage kam auf, ob die Nazi-Ärzte in Katzenelnbogen sie eben wegen ihrer Morphiumsucht behandelt haben oder ob sie einfach diesem Leben ein Ende gesetzt haben. Mhm. Also eigentlich eine Dame von Welt mit einem schillernden Leben. Wo hat sie überall gelebt? Wo hat sie ihre Stationen gehabt? Erst haben sie, als sie verheiratet waren, noch in Berlin gelebt. Ja. Und, aber sie ist sehr viel rumgefahren. Wie gesagt, sie war viel in Paris, war im Süddeutschen und nach Italien und so weiter. Also, und wie kommt der Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern als Komponist dieser Ballade dann ins Spiel? Der ist eigentlich nicht ausgebildeter Komponist. Er ist in Madrid geboren. Die Familie Wittelsbach ist ja sehr weit verzweigt und hat Medizin studiert in Heidelberg und in München und hat sich da niedergelassen als Gynäkologe. Wie seine musikalische Ausbildung ausgesehen hat, weiß ich nicht, bei wem. Aber er hat wohl relativ viel komponiert. Lieder von ihm sind auch eingespielt schon. Diese Ballade ist das einzige Werk, was hier beim Verlagshaus André erschienen ist.
Und warum das bei uns erschienen ist, wissen wir beide eigentlich nicht. Mhm. Wir sind Berlin, München, ja. Katzenellenbogen, geografisch ja. irgendwo da auch dabei. Genau. Welchen Bezug es da gab. Ja. Es gibt spannende Geschichten. Auch wie die beiden sich kennengelernt ja. haben, Marie-Madeleine und Ludwig Ferdinand, weiß man nicht. Und die Frau von Ludwig Ferdinand hat auch ein Buch verfasst, das aus dem Leben einer Prinzessin, sie selber war eine spanische Prinzessin, und hat das für wohltätige Zwecke verkauft. So wie Ludwig Ferdinand auch seine Patientin umsonst behandelt hat. Wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, als du die Ballade ausgegraben hast, und du bist ja wirklich ein herausragender Pianist, hast du zur Musik gesagt, die ist ja nicht spielbar oder so. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen? Also ein Gynäkologe aus dem Wittelsbacher Hochadel, schreibt Musik zu dem Text einer auch ganz spannenden Dame, die durch die Welt tourt und sehr erfolgreich ist, Roman schreibt. Das ist erotisch aufgeladen, der Text auch da drin, auf jeden Fall. Und die Musik dazu ist jetzt aber auch nochmal richtig heftig, oder? Ist heftig, ja. Ich hatte es eigentlich bereut, als ich angefangen habe, dass ich es aufs Programm gesetzt habe. Aber mittlerweile habe ich mich damit angefreundet. Also es ist sehr, sehr kleinteilig. Mhm. Es ist jetzt nicht komplett lautmalerische Musik, die den Text nur verdeutlicht. Die geht mal eigene Wege und kommt dann aber wieder zurück mit sehr schönen Ideen, um den Text zu verdeutlichen. Aber wie gesagt, es ist so kleinteilig und man muss versuchen, einen Flow da hereinzubringen. Aber dann ist es ein sehr schöner Teppich und sehr, sehr spannend, die Musik auch alleine. Fand ich auch. Das hat mich sehr begeistert, aber das war einfach eine großartige Leistung, das zu spielen. Als ich die Noten gesehen habe, stieg meine Bewunderung da doch wirklich ins Unermessliche, weil das ist schon sehr, sehr aufwendig zu spielen. Ich würde sagen, man sollte es jetzt auch mal hören. Ja. Wir haben oder du hast einen Film aufgenommen damit. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, wer auch der Sprecher ist und dass wir jetzt gleich erleben werden. Der Sprecher ist Sebastian Korff, der im Hessischen Rundfunk auch Moderator ist. Und der auch sehr begeistert dafür dabei war und mich immer wieder, weiter, komm, das machen wir jetzt und das da machen wir jetzt weiter. Genau. Und ich habe dann einen Film dazu gedreht an verschiedenen Plätzen im Taunus. Inhaltlich wollen wir noch ein bisschen was erzählen oder eigentlich erklärt sich die Geschichte ja von selber? Sie erklärt sich von selber, wenn wir jetzt, geht natürlich wie immer um Liebe und Betrug und aber auch das Hadern mit diesem Betrug und zu welcher Seite man gehört und wie der Lebensentwurf eigentlich enden soll. Dann würde ich und das Ganze spielt im Wald, daher der Film. Dann würde ich sagen, Wald. Film ab.
ihn nicht in den Wald, Herr Edelfried, zur mitternächtigen Stunde. Der Nebel ist wie Schleier gewandt, drunten im Erlengrunde. Der Nebel ist weiß wie ein Leichentuch. Und seltsame Fieberträume umflattern wie dunkle Falter die tausendjährigen Bäume. Geh nicht in den Wald, Herr Edelfried, das bitte ich dich mit Schmerzen, bei unserer heiligen Mutter Marie, die sieben Schwerter im Herzen. Er aber küsste ihr Goldgelock und seinem Sohne den Mund und ritt auf bäumendem Rosse hinab in den Erlengrund. Die Hexe lag auf dem Drudenstein, wie blutige Tropfen glühten in ihrem abgrundschwarzen Haar die roten Fingerhutblüten. Was kommst du so spät, Herr Edelfried? Wo hast du so lange gerastet? Meine braunen Glieder sind feucht vom Tau, der über den Blumen lastet. Die Nebelfrauen kamen zu mir, sie tanzten in weißer Reihe. Musik.
Sie sangen von eines Kindes Blut und seinem Todesschreie. Aber mein Herz war wild nach dir. Ich hörte nicht, was sie sangen. Ich hörte deines Rosses Hufe nur, die durch die Zweige drangen. Was zittert dein Ross und ist so scheu? Von seinen weißen Mähnen will ich ihm selber trocknen den Schweiß mit meiner Haare Strähnen. Deine Hände hielten die Zügel und es lastete dein Füßepaar in seinem silbernen Bügel. Es hat ja deinen leuchtenden Leib so oft getragen zum Walde und wartete scharrend am Teufelstein, bis frührot deckte die Halde. Ihre Hände kosten das scheue Tier, das dehnte zitternd die Nüstern, als sie, an seinen Bug gelehnt, auflachte, süß und lüstern. Sie warf die Arme um sein Genick, ihr stöhnender Atem glühte. Sie presste auf seine goldenen Brauen ihres Mundes feuchte Blüte. Er aber schlug mit der Rechten das Kreuz. Ich verderbe an Seel und Leibe, wenn ich noch länger schenke Gehör dem lockenden Hexenweibe. Vergiftet hast du mein edles Blut, meine Lippen sind ganz verschmachtet. Haus und Hof, von Weib und Kind, treibt mich dein Ruf, wenn es nachtet. Ich hör deine Stimme Ton, und von den weichen Pfühlen jag ich hinaus in den Zauberwald, meine böse Lust zu kühlen. Du sollst nicht fürder mit Höllenkunst meine wilden Sinne berücken. Ich sehne mich, so schuldlos wie einst,
meinem Weib in die Augen zu blicken. Ich sehne mich, so schuldlos wie einst, meinen Sohn auf den Knien zu halten. Verderben und sterben sollen in mir all deine bösen Gewalten. Ich schwör's bei meines Sohnes Haupt. In St. Magdalenens Kapelle, da will ich büßen auf beiden Knien. Du aber. Fahre zur Hölle. Sie warf sich nieder auf den Grund, um ihren Leib den schlanken, wucherten Moos und Schierlingskraut und dornige Brombeerranken. Er sprengte von dannen auf weißem Ross in verzweifeltem Ungestüm. Und jagte er bis ans Ende der Welt. Seine Sehnsucht zog mit ihm. Und Monde gingen und Frühherbst kam. Die Sommerblüten sind tot, aber die Bäume im Erlenwald. Leuchten in brennendem Rot. Die blutroten Kronen beugten sich den wütenden Küssen des Föhn, der um die Mauern des Schlosses strich, in wildem Sterbegestöhn. Herr Edelfried sah hinaus in die Nacht. Thank you.
Ihm war's, als kläng aus der Tiefe fernher aus dem Zauberwald eine Stimme, die ihn riefe. Die rief so süß und lockte so laut und war so wild vor Sehnen. Und sein gemartertes Herz schrie bei diesen Klagetönen. Bei meines Sohnes Haupt. Und näher klang die Stimme durch den Sturm und bat und lockte und flehte. Er schritt hinunter wie im Traum. O wehe, das lockende Flüstern. Und er hörte das müde, welke Laub unter seinen Tritten knistern. Herr Edelfried, Herr Edelfried, schrie sie in tollem Umfassen. Die Lippen, die meinen Mund geküsst, die können nicht von mir lassen. Die Augen, die meine Schönheit sahen, die können mich nicht vergessen. Ich weiß es ja, dass du mein Eigen bist, über Wollen und Ermessen. Das Laub ist falb, das Laub ist tot. Aber ich bin so glühend wie in der seligen Sommernacht, die uns umloderte blühend. Der Stein ist kalt, der Drudenstein, und feucht vom peitschenden Regen. Wir wollen uns unter den Ahornbaum, den schützenden Riesen, legen. Thank you.
Er kniete auf der nassen Erd und küsste ihr lachend die Füße. Ich habe mich so nach dir gesehnt, o Teufelinne, du Süße. Nicht Ruhe fand ich und fand nicht Rast, ich bin so müde vom Sehnen. Über sein blasses Antlitz floss leuchtend der Strom seiner Tränen. Da lachte sie wild und süß und tät sich zu ihm neigen. Der Herbststurm sang ein böses Lied in den verwelkten Zweigen. Als des Frührots weicher Schein aufdämmerte durch die Tannen, da ging der Ritter Herr Edelfried langsamen Schrittes von dannen. Seine Lippen waren so rot geküsst, seine Augen brannten und glühten, und seine Wangen schimmerten hell wie junge Rosenblüten. Er stieg des Schlosses Treppe empor, er lachte und scherzte so wild. Und oben lag sein einziger Sohn, tot, vor dem Marienbild.